Gut. Langsam hier. Oh, mein Dicker. Tierisch was los im Tierheim. Der Tierschutz Celle Stadt und Land e.V. hat gut zu tun. Hunde, Katzen und Kleintiere warten hier auf ein neues Zuhause. Roman Tönnies, Leiter des Tierheims, zeigt uns, wie derzeit die Gesamtsituation in der Anlage aussieht. Ja gut, wir sind jetzt 12 Mitarbeiter, davon sind 6 Azubis, haben im Schnitt weit über 50 Hunde, zwischen 150 und 200 Katzen, jede Menge Kleintiere und das Gebäude besteht hier seit 1967. Dann nehme ich Sie jetzt einfach mal mit auf den Rundgang, dann gehen wir jetzt mal los. Das hier ist das Vermittlungshaus von den Hunden. Wir haben hier 32 Boxen, die teilweise auch doppelt belegt sind. Nein, Nikita. Und im Moment haben wir gut 50 Hunde hier. Das heißt, wir sind proppevoll. Jetzt befinden wir uns hier im Katzenhaus, im Vermittlungshaus. Wir haben im Moment weit über 100 Katzen. Viele sind noch in den Quarantänebereichen drin, kleine Katzenwelpen, ausgesetzte Tiere, die noch geimpft werden müssen, kastriert werden müssen. Wenn das passiert ist, kommen sie hier rein. Komm hier. Hier sind wir im Kleintierbereich bei den Hasen. Unser Problem ist im Moment bei den Kleintieren, es werden immer mehr ausgesetzt in Wäldern, an Mülltonnen, in Mülltonnen, in Kartons vor der Tür gestellt bei uns. Wir haben dieses Jahr noch nie so viele Kleintiere gehabt wie in den letzten Jahren und die Problematik wird auch immer größer, weil die Leute immer gewissenloser werden. Tierschutz kostet Geld, um eine ausreichende Versorgung der Tiere zu gewährleisten. Das Ganze wird finanziert über Spenden. Wir bekommen einen Teil vom Landkreis und der Erlös von dem, was wir vermitteln. Aber das ist eigentlich so minimal, weil das, was wir reinbekommen, deckt eigentlich die Kosten gar nicht. Die Vermittlung der Tiere gestaltet sich unterschiedlich. Bei den Katzen eigentlich immer sehr gut, obwohl ich da immer sage, wir geben eine raus, kriegen drei wieder rein. Bei den Hunden ist es natürlich schwieriger. Wir bekommen große, unerzogene Hunde rein, die wir dann auch hier erstmal durchtrainieren müssen, bis sie das gewisse Maß an Erziehung haben. Schluss jetzt! Kleine Hunde, klar, sicher, die kommen rein, gehen am gleichen Tag eigentlich wieder raus, weil die Leute suchen eigentlich kleine Hunde und keine großen Hunde. Das war jetzt unser Rundgang einmal durchs Tierheim. Wer Interesse hat an einem Tier, kann jeden Tag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn viele Leute kommen und reges Interesse zeigen. Wir sind auch gerne bereit, hier zu beraten und auch vernünftig zu vermitteln.